Halleluja. Und damit herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von This War of Mine mit mir, dem guten Fly With Me. Was soll ich sagen? Ich möchte gar nicht so viel sagen, nur dass an Pavels und meinen Händen Blut klebt. Wir haben ein älteres Paar, welches natürlich höchstwahrscheinlich nicht mehr allzu lange durchgehalten hätte, ermordet. Für ein wenig Essen und verschiedenste Sachen, Kleinigkeiten, ein paar Klunker, die wir jetzt eintauschen können. Und da machen wir jetzt auch erstmal weiter. Dann sieht es auch, ich wünschte, ich wäre nicht dorthin gegangen, aber ich tat es. Und ich habe getötet. Er ist natürlich traurig und das kann ich auch verstehen, sind alle traurig. Ich wünschte, wir müssten es nicht tun. Und Leute, was soll ich sagen? Es geht nicht anders. Was sollen wir machen? Ich habe auch überlegt, ist es ethisch korrekt oder nicht? Aber es ging nicht anders. Und irgendwie müssen wir natürlich auch gucken, wie wir überleben können, oder? Oder irre ich mich jetzt? Ich glaube nicht, ne? Wenn wir überleben, wird Pavel das nie vergessen. Das Ding ist, ich habe mir halt die Frage gestellt, wie ist das? Er soll sich erstmal hinlegen, oder? Der ist müde. Ich habe überlegt, was soll man sonst tun? Also was würdet ihr an der Stelle tun, wenn ihr alles theoretisch tun und machen müsst, um zu überleben, oder? Und ich glaube, da gibt es nicht viel Möglichkeiten als eben das. Ist halt sehr, sehr schwierig. Ich persönlich empfand das auch als sehr, sehr schwierig. Obwohl ich mich eigentlich in Anführungsstrichen nur verklickt habe. Aber es ist jetzt passiert und wir können es nicht ändern. Ich werde jetzt auch zwei Dietriche herstellen noch. Als Zusatz. Und sie soll sich mal oben hinlegen. Die machen sich natürlich jetzt Gedanken, warum musste Pavel das jetzt tun? Ich brauche Hilfe. Wir haben eine Waffe. Wir haben eine Schaufel. Let's go. Bruno. Jetzt muss Bruno mal was für sein Geld tun. Haben Sie Erbarmen. Ich sehe jetzt auch, dass er keine Waffe hat. Was will er denn? Zum Glück sind Sie hier. Eine Granate hat ein Haus weiter unten. Die Straße getroffen. Menschen sind in Schutt begraben. Bitte helfen Sie mir dabei, sie da rauszuholen. Jeder helfende Hand wird gebraucht. Wir werden der Krankenhaus in meinem Haus errichten. Ich habe ein paar Betten und medizinisches Zubehör. Warte eine Sekunde. Machen wir das? Was ist, wenn wir abgezogen werden? Ja. Oh, er ist jetzt ganz weg. Richtig. Und Katja sagt es richtig. Katja sagt, er hat getan, was er tun musste. Und so sehe ich das auch. Da haben wir keine Wahl, jetzt hier irgendwie großartig rumzufalschen. Was mir gerade einfällt, wir haben hier unten noch einen Schrank, den wollte ich aufmachen. Haben wir noch mehr eigentlich? Hat noch irgendwas zum Aufmachen, oder? Ja, genau, hier oben. Aber einen hebe ich, ich hebe mir den restlichen, ich glaube zwei haben wir noch. Und die hebe ich mir auch fürs nächste Plündern. Ich möchte mal sehen, was hier drin ist. Okay, alles nehmen. Ein bisschen Medizin kann definitiv nicht schaden. Und ich wollte mal gucken, ob ich hier waffenmäßig auch was upgraden kann. Und was ich brauche, eventuell für ein Messer. Weil wir haben ja im letzten Part halt die beiden Leute mit der Schaufel zerhackt. Also guckt auf jeden Fall nochmal rein in der Playlist. Oder einfach in den empfohlenen Videos auf unserem Kanal. Guckt rein, ey, das war unglaublich. So, was brauchen wir? Wir haben Holz, haben wir genug, das haben wir. Bestandteile fehlen uns. Wir haben nur zwei Bestandteile und Holz. Also müssen wir beim nächsten Mal richtig schön viel Holz mitnehmen. Was können wir hier upgraden? Oder wie teuer ist das, um das hier abzugraden? Da fehlen uns auch nur die Bestandteile. Das machen wir auch. Weil das, was ich überlegt hatte, eventuell zu bauen, ist das hier. Eine einfache Vorrichtung, die das Regenwasser sammelt und filtert. Also was wir auf jeden Fall ganz viel brauchen, ist Holz und Bestandteile. Essen sieht noch ganz gut aus. Wieso legst du dich nicht hin? Okay, er ist nicht mehr müde.
dann soll Katja sich nochmal hinlegen, weil die ist ja eigentlich ganz gut im Arsch. Und ich denke, das war's dann, was wir machen können. Der nächste Tag beginnt gleich. Pavel ist natürlich... Also sie philosophiert... Setz dich mal hin, Pavel. Setz dich mal hin. Er ist natürlich traurig. Sie philosophieren darüber, ob das jetzt richtig war oder nicht. Natürlich auch ich. Ich wollte es ja gestern gar nicht machen. Ich kann nicht glauben, dass ich es getan habe. Es ging alles so schnell. Aber wenn man überlegt, es ist Krieg. Ja, die Leute müssen selber gucken, wo sie bleiben. Und dieses Paar war ja schon mehr oder weniger... Also ich meine, ich wollte es nicht. Wir werden jetzt noch den Tag beenden. Ich muss ja los. Ich muss ja was machen. Wir werden hier hingehen. Wir werden Wache stehen lassen und wir werden sie plündern gehen lassen. Sie nimmt eine Schaufel mit. Sie nimmt die Klunker mit und ein Dietrich. Warum die Schaufel? Falls wir was freigraben müssen oder uns wehren müssen. Und die Klunker, falls wir mit jemandem handeln können. So, hier waren wir noch nicht drin, ne? Let's go. Auch wenn jetzt keine Gefahr hier stand, möchte ich sicher gehen. So, Holz. Teile. Also Teile nehme ich jetzt auch mal mit. Holz und Bestandteile. Gucken wir mal rein. Das Klicken, was ihr übrigens manchmal hört, ja. Das ist jetzt hier, das hier. Das ist nicht meine Maus, ja. Falls ihr das denkt. Also auch gestern, wo wir halt die älteren Herrschaften halt leider ummetzeln mussten. Das kommt nicht von meiner Maus. Falls ihr euch das gefragt habt. Ich sehe hier auch jemanden. Ich bin auch der Meinung, wir sollten nur echt das Nötigste... Ja, genau, das brauchen wir. Ganz viel davon. Und ich glaube, das war's auch schon fast, ne? Da ist jemand. Ist das eine Frau? Okay, okay. Geh mal hoch. Vielleicht können wir die mit zu uns nehmen oder so. Liebste Mama, ich habe bei den Obdachlosen Unterschlupf gefunden. Ich bin kein Lehrer oder Künstler mehr, ich bin jetzt einer von ihnen. Es gibt nicht viel zu essen, einige meiner Freunde haben uns deswegen bereits verlassen, aber ich mache dir keine Sorgen. Sobald ich mit meinem Gemälde fertig bin, werde ich mir eine geeignete Zuflucht suchen. Das Bild ist wahrscheinlich vor kurzem gemalt worden. Reich aussehende Leute sitzen inmitten eines übersäten, zerstörten Gebäudes. Irgendeine Metapher nehme ich an. Ich bin sehr hungrig. Können Sie mir helfen? Nicht interessiert. Mach das bitte nicht nochmal. Ich will ihn auch nicht boxen. Ich kann ihm nichts geben, ich hab nichts. Was hat's denn für eine Waffe? Mach's nicht, mach's nicht. Ich wollte nur gucken, was sie jetzt macht. Komm doch mit uns mit. Komm mit uns mit. Komm. Ich mach doch gar nichts. Wartest du noch jemand? Kann sie nicht mit uns mitkommen? Ich konnte nichts. Ach, scheiß drauf, wir gehen. Scheiße. Scheiße, ja. Mann, ich wollte sie doch jetzt gar nicht. Ach. Tag 5. Die Nacht war ruhig. Und
Bruno ist wieder da. Bruno ist sehr müde und hungrig. Brauchen auch bald wieder Essen. Da soll ich auch erstmal hinlegen. Er wird wahrscheinlich immer noch hungrig sein, ist mir aber egal. Ich finde es besser, wenn es gekocht wäre. Muss ich mal gucken. Und du gehst mal hier runter schon mal. Kann auch langsam gehen. Muss ich jetzt nicht beeilen. Kostet halt voll viel, ne. Ne, scheiß drauf. Er soll Fleisch essen. Und sie kann dann die Suppe nehmen, notfalls. Und beim nächsten Raubzug brauchen wir dann halt etwas wie das hier. Dafür brauchen wir diese Gun-Teile. Die muss ich irgendwie versuchen zu finden beim nächsten Mal. Okay, ich würde sagen, wir graden das Ganze ab. So, er hat immer noch Hunger, ne? Und er wird jetzt auch schlafen. Weil er wird beim nächsten Mal wieder losgehen. Die beiden sollen sich hinlegen. Aber was hat sie gesagt? Das habe ich nicht bekommen. Sie muss auf jeden Fall schlafen. Beziehungsweise sie kann schlafen beim nächsten Mal. Mal gucken, was wir jetzt herstellen können. Oh, guckt euch das mal an, Alter. Eine Gitarre. Bretter zum Zunageln eine Gitarre. Okay. Das ist nicht neu. Das hier ist neu. Kräuterwerkstatt, ein Tisch mit einfacher Rüstung, an dem wir Kräutermedizin, Bandagen. Ah, gut zu wissen. Falle für Kleintiere. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Da können wir vielleicht noch zusätzlich Fleisch generieren. Wichtig ist halt, dass wir auch Messarbeit herstellen. Was Katja machen kann, ist, da sie den. Wir haben den Dietrich, glaube ich, nicht benutzt. Dass sie mal nach oben geht. Oh. Ah, Leertaste ist pausieren. Gut zu wissen. Das ist natürlich eine super krass schwierige Situation für alle hier, ne? Er soll erstmal schlafen, er ist sehr müde. Da muss er jetzt nicht essen, soll er erstmal pennen und dann schön am nächsten Tag was essen. Mein Magen knurrt, ja, das weiß ich doch. Oh, sehr schön. Wieder einige Sachen bekommen. Und Katja. Der Dachboden, da kommen wir nicht hin, ne? Nee. Dann soll Katja sich mal was zu essen gönnen. Dann würde ich sagen, beenden wir den Tag und machen uns nochmal einmal nächtlich auf den Weg, Freunde. Ich hoffe natürlich für euch, dass ihr Vampire weitergesehen habt. Wir haben den zweiten Part gestern angeguckt. Bombe. Ich werde mir nachher auch noch ein Spielchen gönnen. Das ist Hitman von 2017, glaube ich. Da kommt auch bald eine neue Episode, eine neue Season raus. Ich weiß, Hitman ist so ein Fall für sich. Auch ein bisschen älter, aber diese Spiele sind halt geil, wisst ihr? Das hier ist auch ein Spiel, das habe ich halt mir gekauft gehabt. Ich beende übrigens mal den Tag. Das habe ich mir gekauft gehabt. Beim Sale, glaube ich, war das für ein Fünfer, ja? Für ein Fünfer, This War of Mine. Und dieses Spiel war einfach, hat mich richtig überzeugt. So, Freunde. Ihr könnt doch gerne mal sagen, falls ihr wirklich so Lurker seid und euch interessiert dieses Let's Play. Und ihr müsst nicht liken, kommentieren, wenn ihr keinen Bock habt. Gar keine Frage. Ihr müsst doch nicht abonnieren, wenn ihr jetzt sagt, der Junge gefällt mir nicht, aber das Spiel ist ganz nice. Und ich gucke es mir lieber mal von jemand Unbekannteren an. Freue ich mich auch. Aber wenn ihr mal Bock habt zu interagieren, was wir machen könnten, also was wir bauen sollen als nächstes oder wo wir hier hingehen sollen, sagt mal Bescheid, denn ich werde mir natürlich jetzt was aussuchen. Ihr seht ja, was schon besucht worden ist. Falls wir dann nochmal hingehen sollen oder ihr sagt, da habe ich irgendwie richtig Bock hinzugehen, dann machen wir das. Wir haben jetzt hier, Vorsicht ist geboten, bombardierte Schule, Gefahr, Reisebüro, Vorsicht ist geboten, aber möglicher Handel gefällt mir halt, ne? Supermarkt, eine große Menge, da war ich schon, davon haben wir aber nichts mitbekommen, jetzt hier, eine große Menge Lebensmittel, kleines Wohnhaus. Leute, wir gehen in die bombardierte Schule. Und wir nehmen natürlich was zum Handeln mit. Weil ich glaube, der Tabak ist gut zum Handeln. Die Klunker sind gut. Und das ist gut.
Let's go. Ich habe vergessen, die anderen Leute auszuwählen. Ich habe gehört, dass in den Klassenräumen waren, als die Bombardierung begonnen hat, was ist mit den Kindern geschehen. Das kann ich euch sagen. Kauft euch das DLC. The Little Ones, glaube ich, heißen die. Sie ist auch müde. Das ist gar nicht gut. Das ist scheiße. Das habe ich jetzt kacke gemacht. Ich wollte ja gar nicht mit ihr losgehen. Aber sie kann gut feitschen. Vielleicht ist das auch ganz in Ordnung. So, wir gucken uns jetzt ganz langsam vor. Wir versuchen jetzt keinen Mucks zu machen. Waffen. Ne, Teile will ich diesmal nicht mitnehmen. Aber die Waffen nehme ich mit. Waffen, sehr gut. Davon brauchen wir was. Wir brauchen unbedingt die Waffe. Wir laufen langsam. Wir sind keine Banditen. Rede mehr, rede mehr. Ich muss mehr Informationen. Denk daran, wir sollen die Leute schützen. Nicht ihnen schaden. Wir haben noch Zeit. Viertel der Zeit ist gleich rum. Alles gut, ich verstehe, keine Sorge. Er hat eine Pistole, Freunde. Ich will die erstmal. Die scheinen in Ordnung zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Die scheinen wirklich in Ordnung zu sein. Zumindest der eine. Aber er vergisst natürlich in Kriegszeiten durch. Oh! Versucht das nicht nochmal. Ich wollte das gar nicht. Ey Leute, Mann, ich wollte das gar nicht auswählen. Alter, what the fuck? Okay, let's go. Warte. Geräusche. Okay. Er reagiert nicht. Wisst ihr, was meine Idee ist? Gesehen. Oh, Scheiße. Lauf, lauf, lauf. Okay, ich war gerade voll. Ich wusste nicht. Ich, Mann. Och, war eine Kacke, Leute, ey. Ah. Ich wollte versuchen, einen, gebe ich zu, pack, zu zerhacken, okay? Um seine Maschinenpistole zu bekommen. Weißt du, was ich eigentlich hatte? Wir wurden ein... Oh nein. Wir wurden nachts angegriffen. Dinge, die gestohlen haben. Okay, das ist in Ordnung. Wir haben bessere Sachen bekommen dafür. Das ist okay. So, wie sieht's aus? Ja, Freunde, so sieht's aus, dass wir zuerst mal sagen, Schluss. Ich wollte eigentlich sie nicht bestehen. Handeln wäre, glaube ich, besser gewesen. Aber es war mir nicht wohl. Es waren 4 Soldaten, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und ich dachte, ich kann sie bestehen, ohne dass sie es merken. Und ich habe ja nichts Gravierendes geklaut, glaube ich. Wie dem auch sei, wir sehen uns morgen, sprich Samstag, zu einem neuen Part. Aber nicht nur von uns, beziehungsweise von mir, This War of Mine, sondern auch von Vampire. Seid gespannt, Arorin ist nächste Woche mit am Start. Und falls ihr Bock auf Hitman habt, vielleicht ballere ich auch am Sonntag oder morgen noch eine Folge Hitman raus. Wer weiß, who knows. Sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Ansonsten, lasst gerne ein Follow, Kommentar da. Ich weiß, es ist Sellout-mäßig, immer sich verkaufen wollen und bla, aber wir sind auf dem Weg zu 100 Abonnenten. Und da machen wir noch eine kleine Ankündigung. Seid auf jeden Fall auch da gespannt. Macht einfach die Glocke aktiv,
Danach, von mir aus, wenn ihr sagt, ey, nur für die Ankündigung mache ich das, gar kein Problem. Aber wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, dann macht das doch gerne. Ich denke, Support ist kein Mord. Und deswegen hoffe ich, dass wir euch weiterhin gut unterhalten können. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, macht's besser und Primal, meine Freunde.